Auf jeden Fall sind schon mal 4 Spiele auf nur Ergebnis zeigen, aber das heißt, ich werde im Nachhinein vielleicht nicht aufnehmen. Kommt drauf an, wie viele es noch werden. Wenn es noch viele, dann auf jeden Fall wird das so sein, dass ich danach aufnehme. Aber wenn nicht, dann bleibt es halt so dabei, dass ich es eh nicht aufnehmen werde. Auf jeden Fall wird jetzt hier, spielt jetzt schon mal ein Spiel, das ist halt was Gutes. Gleich kommen ein paar mehr Videos, weil ein kürzerer Abstand war. Ein Spiel, also 15 Minuten Pause hätte. Trotzdem, ich dachte mir einfach mal so, komm, warum nicht? Mach mal, weil, ne? Mir war auf jeden Fall klar, dass auf jeden Fall weniger Videos kommen, als angekündigt sind, weil halt, ne? Wie die angekündigt werden, gar nicht spielen. Freundschaftsspiel. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach noch hier mal 4 Eishockeyspiele. Ach, guck mal hier. Oh, guck mal, das Spiel war ja gerade eben noch nicht. Da ist ein neues Spiel angekündigt worden. Das sehe ich doch direkt. Ja, da ist ein neues Spiel angekündigt. Auf jeden Fall sind jetzt bis 18 Uhr kommen Freundschaftsspiele. 4 davon sind schon nicht angekündigt. Ne, und dann hier. Ne? Das heißt, wundert euch nicht, wenn vielleicht gleich mal ein paar mehr kommen. Aber wundert euch nicht generell, es werden nicht mal alle zu 100% kommen, die auch da angezeigt werden.